Schön. Also, scheiße. Ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich dachte, es würde sich beruhigen, wenn Jacob tot ist. Ich habe mich getäuscht. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Ich habe diese Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpen Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. Im Vergleich zu den Rakyat sehen die Peggy Tattoos aus wie Kinder gekritzelt. Noch viel schlimmer ist, dass der Kult diese Tiere auf irgendeine Weise kontrollieren kann. Das klingt vielleicht verrückt, ich weiß, aber diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Langsam befürchte ich, dass sich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränken. Krass. Ich komme die Seilrutsche runter. Oh Gott, hier kriege ich eine Gänsehaut. Natürlich kann ich mit Sekten nichts anfangen, aber ich verstehe, warum sie attraktiv auf Menschen wirken. Wir alle suchen Antworten und Leute, die sich um uns kümmern. Wir alle wollen dazugehören. Okay, öffne das Tor, damit wir anfangen können. Da hat jemand einen nervösen Abzugsfinger. Mach das vielleicht lieber allein. Gut, jetzt wird's lustig. Lock einen rein. Sehe ich keine Judges. Alter, ich hab schon krasse Sachen auf der Welt gesehen, aber nirgends kann man besser eine Flagge in den Boden rammen und rufen, die Freakshow ist eröffnet! Gott, ich liebe dieses Land.
Futtertrog. Das ist Pavlovs Konditionierung. Wenn die Glocke läutet, werden sie kommen. Vertrau mir. Sie würden wollen, dass du das kriegst. Angeblich sind die meisten Tiere schlauer als Menschen. Ich brauche sie lebend. Wir müssen noch einen finden. Ich finde das schon raus. Keine Sorge. Was ist das? Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern helfen.